Da war ein Zimmer. Oh Gott, so viele Wege schon wieder. Ist auch noch ein Zimmer. Sieht aber nicht wie eine Suite aus. Geht's denn hier schon mehr überall lang, ey? Und da ist auch noch mal ein Schacht. Wo fangen wir an? Fällt mir jetzt schon viel besser, als wie der Quest angefangen hat, dass ich die Typen erstmal umlegen musste. Aber mal schauen. Jo. Ihr habt nichts gesehen. Für alle, die jetzt wieder sagen, oh, die haben ja nichts gesehen. Wie gesagt, man muss das hier ein bisschen im Rollenspiel-Style sehen. Und wir sind gut im Schleichen. Da liegt doch irgendwas. Scheiße, ich komme nicht ran. Doch jetzt. Immer am Ball bleiben. Schon wieder so ein Verbesserungsbuch, ja. Phonetik für Dummies. Okay, kann ich aber natürlich auch noch nicht lesen. Da hinten geht's auch noch rein. Aber wir gehen erstmal hier rein. Oder wieder raus. Oh. Oh. Schlechte Idee. Ich probier mal Präsenz. Das hypnotisiert ihn nämlich auch so ein bisschen. Ist hier irgendwer? Scheiße. Das war für ein Arsch. Ich muss den von hinten erwischen mit seiner Maschinenpistole. Oh ja. Tasty. Du bist kein Unschuldiger, würde ich sagen, oder? Ja. Wunderbar. Mal ganz abgesehen davon. Aber wir bleiben erstmal beim Schwert. Okay, die Räume haben uns jetzt nichts gebracht. Nochmal Maintenance. Okay, das war der eine Raum, den ich gesehen habe. Durch den Lüftungsschacht. Irgendwas hier. Noch ein Schacht. Ah, das Schleichen klappt ja schon mal ganz gut gerade. Keiner auf dem Pott. Was haben wir hier? Nix. Messer habe ich schon. Ein paar Möbel klauen. Wo wohnt der Typ? Ballroom. Oh no. Da kann selbst ich mich nicht durchschleichen. Ist ja riesig hier, ey. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Schätze mal, da ist er drinne. Gehen wir erstmal hier rein.
Hier noch irgendwas? Irgendwie ist in dem Badezimmer nie was los. Müsste doch voll die Action sein. Komm ich da rein? Hallo? Hallo? Geh rein! Jetzt. Okay, hier wäre ich nur rausgekommen. Okay, aber ich denke, ich habe ihn gefunden. Frage ist, wie kommen wir jetzt an seinen dicken Wachmann da vorbei? Ich schätze mal, da kommt man auch irgendwie rein in den Raum. Aber wie? Ich denke mal, reden kann ich mit dem nicht. Das war hier, Laundry. Dann probiere ich nochmal den Lüftungsschacht aus. Oder ist es im Ballroom? Das könnte natürlich auch sein. Ah, da stehen die sich ja gegenüber, ey. Okay, schauen wir nochmal. So gut lief ja die letzte Stealth-Mission nicht im Ansatz. Mittlerweile weiß ich auch, dass wenn man schleichen kann, gibt es immer irgendwo einen Weg, der funktioniert. Ich habe mich da so ein bisschen doof angestellt, die zu finden. So, könnte es hier lang gewesen sein? Ich muss nach einem Raum Ausschau halten, den ich noch nicht war. Ja, hier ist der Ballroom. Okay, da nicht. Muss ich noch weiter nach hinten. Oder der Schacht bringt mir nichts, außer ein paar Wachen vorbeizukommen. Aber hier, genau hier in der Richtung liegt das Zimmer von dem. Ich könnte, glaube ich, richtig sein. Oder? Nee. Das bringt mich auch nur wieder gegenüber. Was mache ich mit dem Typen? Ich kann den nicht einfach abknallen. Ich will nicht. Gibt's da keinen Weg rein? Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier überhaupt ein Ballroom? Ernsthaft, was ist der Zweck von diesem Raum hier? Ey, yo, wir stehen voll cool rum. Hier ist nichts, hier hilft mir auch nichts, glaube ich. Oder ich übersehe schon wieder irgendwas. Und im Wäscheraum kommen wir leider nicht rein. Finde ich den Superweg wieder nicht. Es ist doch quasi um die Ecke. Ich meine, da hätte ich doch den Lüftungsschacht nicht für gebraucht, oder? Hier habe ich einen umgelegt. Ich mache einen kurzen Cut und dann melde ich mich wieder, wenn ich weiß, wie ich weiter vorgehen will. So, da bin ich wieder und ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Aber ich habe mir jetzt aus so einem der Abstellräume, die wir schon tausendmal durchquert haben, mal einen Stuhl genommen. Und ich würde gerne mal wissen, ob ich den damit weglocken kann. Mach mal meine Tür auf. Werfen den Stuhl. Hey du. Ah, der reagiert gar nicht. Okay, dann hilft nur noch den weiblichen Charme spielen lassen. Ey, yo, was geht ab? Hey, ich kann ja mit ihm reden. Warum habe ich so ein Tamtam gemacht?
Okay. Hasta la vis. Who the hell are you? Ich habe eine vertrauliche Nachricht von Boris, von seiner Verflossenen. You give me message, I take to him. Das kann ich nicht. Sie ist wichtig. Wenn er sie nicht kriegt, wird er sauer und gibt dir die Schuld. Very well. Follow me. Oh fuck. Kto je to takoje? Čvart vozmi. A čemu tu ič vyfustil? Who the hell are you? Ich habe etwas Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. Well, spit it out before Dima blows your head all over the wall. Ich habe ein sehr privates Anliegen. Vielleicht sollten wir nach draußen gehen. You want Dima to leave? Why would I allow that? Damit wir unter vier Augen reden können. He stays. Now tell me business. If you are lucky, you will leave with life. Venus schickt mich. Is that right? Sie hat gesagt, sie sollen sich aus ihrem Leben raushalten, aber sie... Oh Gott, ich bin so tot, aber sie will auch den Club für sich selbst. Malinka ist voll Hatsch. Stupid, spoiled American child. I give her so much and she spits in my face. Sie glaubt, sie habe mehr als genug dafür bezahlt. So, you a girlfriend, eh? You sit in house I pay for, eat chocolate I pay for, and talk about how you're going to cheat club I pay for from me? You are spoiled little girl too. Hey, ich krieg noch eine Chance. Ich dachte, ich hab schon verkackt. Und was sind denn ihre Wachen? Ich war Mann genug, durch sie durchzubrechen. Tell you what, little girl. How can we come to agreement? I maybe get you to do something for me instead. Und dann, was hast du dabei gedacht? Back over to stupid club. You find ungrateful little girl there and you kill her. I pay you. I see she trusts you. For you to do this, it will be easy. Ich tu mal so. Ich glaube, das ließe sich einrichten, ja. See, you know what is right. He's right. This is only fair. She will get what she deserves. Ich komm dann wieder. Ja, und jetzt klaue ich dir mal ein bisschen was Sachen, wa? Da liegt Geld. Was ist, wenn ich das nehme? Und ein Ring liegt da. Oh. Okay, ich lad nochmal. Aber das Geld merken sie komischerweise nicht. Kann ich einen Ring nehmen, wenn ich schleiche? Ja. Mohaha. Oh. Okay, ich lasse den Ring liegen. Brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Alles Geld nehme ich mit. Dumm, dumm. Well, did you do it? Nein, noch nicht. Do not return until it is done. Wir gehen erstmal zu ihr zurück. Vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was aufbauen bei den Quests. Vorsicht, nicht in die Wachen rennen. Der Club ist zum Glück hier gleich um die Ecke. Open. Jetzt frage ich mich, was ich jetzt ihr sagen kann, wenn ich zu ihr zurückgehe. Er will, dass ich dich umbringe. Das will ich aber gar nicht machen. Genau. Nein, der Ausgang ist hier.
Ich bin Jugoslaw. Benutzen Sie die Taste F8, um alle Disziplinen zu beenden. Yay! Ich frage mich, ob ich den Quest jetzt nicht doch verkackt habe und das letzte, was ich gemacht habe, nur dafür gesorgt hat, dass ich noch die böse Seite des Quests erhalte. Schauen wir mal. Wenn nicht, muss er halt doch sterben. Kommst du schon wieder her? Oh, ihr habt auch nichts anderes zu tun, oder? Oh, get out of my way. Komm ich hier durch? Oh, Alter, seriously. Komm raus da. Dankeschön. Zu gütig. Der Sabbat hat seine Aktivitäten kürzlich verstärkt und strebt aktiv nach der Herrschaft über Chicago, Atlanta, Washington DC und anderen von Ahnen kontrollierten Städten. Jetzt wieder, what? Ich kann dich nicht verstehen. There you are. Finished yet? Lass uns im Büro reden. What? Naja. I can't hear you. Let's talk in my office. Ja, dort will ich dich nicht umbringen. Morris? Oh Gott, ich kann nichts machen bei ihr. Dann muss ich ihn ja doch umbringen jetzt. Ach, scheiß drauf. Ich melde mich wieder, wenn ich bei Boris bin. So, da sind wir wieder. Und, nimm das. Ich stehe im Stuhl, ja. Okay, wir müssen jetzt probieren. Ja, sie umzubringen. Ich hab's wahrscheinlich schon versaut, das diplomatisch irgendwie zu lösen. Naja. Al, did you do it? Ich hab's mir anders überlegt. Erlassen Sie ihr die Schuld. We'll get nothing from me. Go tell that bitch, she can pack up Little Club. Her name is coming off it. Get the hell out of here. Pashli, go!